ich begrüße heute hier bei uns unsere junge Autorin Giovanna Kipper, die ihr Buch Das Märcheninternat und der Fluch des Drachen vorstellt. Herzlich willkommen, Giovanna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Giovanna Kipper wurde im Jahr 2007 in Brasilien geboren und kam mit 8 Jahren nach Deutschland. Hier besucht sie das Gymnasium und hat auch ihre Leidenschaft zum Schreiben und Geschichtenerfinden entdeckt. Liebe Giovanna, bitte gib uns doch einen Einblick in dein Buch. Um was geht es in deinem Fantasy-Roman? Naja, in meinem Fantasy-Roman geht es hauptsächlich um die junge Lea, die gerade umgezogen ist und ziemlich unglücklich in ihrem neuen Zuhause ist. Doch kurz darauf wird sie sozusagen entführt und in eine wunderschöne neue Welt gebracht, in der sie neue Freunde kennenlernt und Magie, Fantasy-Charaktere wie zum Beispiel magische Lebewesen und alles drum und dran. Dort findet sie halt auch heraus, dass es sozusagen sowas wie einen Fluch gibt, den sie auch leider sozusagen bekommen hat und jetzt auf einer langen Reise mit ihren Freunden gehen muss, wo es um Leben und Tod geht, um diesen Fluch sozusagen zu zerstören. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Naja, das Buch selber zu schreiben, das war schon immer ein Herzenswunsch von mir. Also eigentlich das Schreiben selbst. Am Anfang habe ich erst so Lieder und sowas geschrieben, bis ich irgendwann mal entdeckt habe, ich habe eigentlich eine sehr große Fantasie und die könnte ich ja in ein Buch verwandeln. Und ja, dann habe ich angefangen, so mit 8 Jahren oder so, so ein bisschen so rumzukritzeln in Zeichenblocks und alles drum und dran. Und irgendwann mal kam ich auf die Idee, also halt, das war so mit 12 Jahren, das Märcheninternat halt sozusagen in einem Buch zu verfassen. Und habe dann das zuerst in einem kleinen Blog geschrieben und dann später auf dem Computer. Also es war schon eigentlich immer ein großer Wunsch von mir, irgendetwas zu veröffentlichen, weil Schreiben war wirklich meine große Leidenschaft. Okay. Und wer sind die Hauptcharaktere im Buch? Du hast von der Lea gesprochen, aber gibt es noch weitere Hauptpersonen? Ja, die Lea, das ist die große Hauptcharakterin. Aber es gibt auch ihren besten Freund Caspian. Der spielt auch eine sehr große Rolle im Buch, ja. Okay. Und ist dein Buch zum Teil autobiografisch, weil ja auch von Lea gesprochen wird, die von Südamerika nach Deutschland kommt? Bei dir gibt es Parallelen dazu. Hast du noch mehr Autobiografisches im Buch aufgeführt? Ja, sehr viel sogar. Das Buch hat sehr viel mit meinem Leben und alles drum und dran zu tun. Die Tatsache, dass Lea umgezogen ist, ja, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen an meinem Leben inspiriert, weil ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt wie Lea damals. Ich war nicht so begeistert, als ich nach Deutschland gekommen bin, aber das hat sich alles super schnell verändert, als ich neue Freunde und alles drum und dran kennengelernt habe. Und ja, und die meisten Charaktere sind auch an echte Menschen inspiriert. Also ja, das hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Okay. Für welchen Leserkreis würdest du dein Buch empfehlen? Ist es ein Jugendroman? Ist es auch für Erwachsene ansprechend? Wie würdest du das kategorisieren? Naja, ich glaube, Erwachsene würde es eher nicht ansprechen. Ich habe es eher, ich glaube schon, ich würde es so ab, so schon so ab 10 bis so, ich glaube 15 ist das Maximalalter. Stehen noch weitere Projekte an? Denkst du, dass du auf diesem Buch noch weitere Geschichten aufbauen kannst? Oder schreibst du sogar schon was? Wie ist die Situation? Ich schreibe nicht sogar was, ich habe schon geschrieben. Tatsächlich habe ich vor, aus dem Märcheninternat einige Bände zu schreiben. Das zweite Band ist schon längst fertig, das dritte mache ich gerade noch. Ja, und ich werde auch sicher, also später auch andere Bücher, die nicht unbedingt mit das Märcheninternat zu tun haben, auch schreiben. Okay. Ist aber dein Lieblingsgenre die Fantasy-Richtung? Schreibst du am liebsten in Fantasy-Richtung oder hast du auch schon Ideen für andere Themen? Also Fantasy ist tatsächlich wirklich mein Liebling. Also ich liebe das über alles. Ich liebe auch Fantasy zu lesen. Aber ich habe auch die nächsten Bücher habe ich auch was vor, mit Romanzen zu schreiben oder auch ein bisschen Drama. Ja, aber irgendwo wird schon Funken Fantasie, würde ich irgendwo mal mit reinbekommen. Vielen Dank für deine Zeit, Giovanna, die du uns gewidmet hast. Das Buch Das Märcheninternat und der Fluch des Drachen von Giovanna Kipper ist ab sofort im Handel im Paperback-Format und im E-Book-Format erhältlich und ist eine Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe. Danke und alles Gute.